Hallo zusammen. Gestern habe ich den erfreulichsten Anruf des Jahres bekommen. Wir haben Januar, deswegen ist es gar nicht unwahrscheinlich. Bekannter ruft an, es gibt jetzt in Deutschland legale LED-Nachrüstbirnen für den Käfer, Bus und für den Golf 2. Erstmal Amazon aufgerufen und bestellt. Stellte sich nur noch die Frage, welches Auto baue ich die denn ein? Golf 2, das war klar, aber die sind irgendwie gerade alle im Winterschlafmodus und eigentlich gar nicht fahrfähig. Es blieb eigentlich nur ein einziger über, der Synchro. Der ist zwar seit 2 Jahren im Dauertiefschlaf, aber egal, jetzt muss er her. Natürlich war erstmal keine Batterie drin, die wieder eingebaut und dann erstmal geguckt, ob das Biest startet. Man glaubt es kaum, die Kiste sprang doch wirklich sofort an. Und weil das Ganze natürlich wissenschaftlich ablaufen soll, bin ich erstmal zum Lichteinstellen gefahren. Das hat auch gut geklappt. In der Zwischenzeit kam dann auch das Paket an, also das dann erstmal ausgepackt, nachgeguckt, was alles da drin ist. Es gab eigentlich keine Überraschung, außer dass der Karton wohl schon mal offen war, zumindest der Kleber war nicht mehr richtig fest. Eigentlich alles so, wie ich das auch schon von den anderen LED-Lösungen kenne. Sprich die beiden Aufkleber, die später für den TÜV wichtig sind, damit er auch erkennt, dass das Ding irgendwie eine Prüfnummer hat. Eine kleine Anleitung, die ja keiner so richtig braucht. Aber umso wichtiger der QR-Code auf der Rückseite vom Karton, mit dem man nachher die ABE runterladen kann. Das Wichtigste sind natürlich die beiden LED-Leuchtmittel. Vom Aufbau her eigentlich genauso, wie ich das auch wiederum von den anderen kenne, aber alles in coolem Schwarz. Und weil wir das ganze Thema natürlich ernst nehmen, muss erstmal geguckt werden, wie hell die denn sind. Und da hat sich dann im Vergleich zu einer herkömmlichen H4-Halogenbirne gezeigt, dass die Stromaufnahme doch deutlich geringer ist. Ganz sowohl bei Fahr- als auch bei Fernlicht. Das heißt, mit diesen LEDs spart man eine ganze Menge Strom und schützt somit auch die Umwelt. Soweit war das dann aber auch genug Theorie. Ich wollte jetzt wissen, wie das im Auto aussieht. Also erstmal wieder zurück zum Golf und die Dinger eingebaut. Weil der Einbau beim Golf 2 ja eigentlich einfach und damit viel zu langweilig ist, habe ich das Ganze natürlich im Dunkeln gemacht. Irgendeine Herausforderung muss man im Leben ja haben. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert, denn die Halteklammer ist ständig weggefallen und so habe ich eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis die Glühbirne wirklich drin war. Ich weiß, dass die Glühbirne keine Glühbirne ist. Ihr wisst, was ich meine. Weil der ganze Einbau jetzt auch erstmal in der Versuchsweise war, habe ich die beiden Gummischutzkappen weggelassen. Die hätte ich auch anpassen müssen und das wollte ich jetzt natürlich nicht. Denn der Lüfter von der LED ist doch ein bisschen größer als der Fuß von der normalen H4. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind hier bei meinem Synchro keine originalen Scheinwerfer verbaut, sondern welche aus dem Zubehör. Was natürlich die Frage der Legalität aufwirft, aber darauf gehe ich noch später ein. Für diesen schnellen Testeinbau war das vollkommen in Ordnung. Aber erstmal noch wieder zurück zum Einbau. Auf der rechten Seite war der Einbau ein bisschen schwieriger, weil der Luftfilterkasten im Weg ist und dass das Auto eine Klimaanlage hat, hat das Ganze auch nicht unbedingt besser gemacht. Der Kunststoffdeckel müsste natürlich auch ab, hat aber nachher wunderbar wieder raufgepasst. Geht also besser als bei dem Passat 3C. Als dann beide LEDs verbaut waren, musste natürlich erst einmal wieder geprüft werden, ob die Lichteinstellungen stimmen. Und ja, das hat wunderbar gepasst. Die Scheinwerfereinstellungen mussten also nicht nochmal wieder angepasst werden. Da freut sich der Gegenverkehr. Die Kamera gibt das wahrscheinlich gar nicht so richtig wieder, aber die LED macht schon deutlich mehr Licht als die Halogen. Das habe ich dann auch bei meiner kleinen Probefahrt auf dem Hof gemerkt und ich bin echt begeistert von dem Licht. Habe mir dann auch erstmal eine schöne Projektionsfläche gesucht, damit man auch eine Chance hat zu sehen, wie hell das Licht denn nun ist. Hier im Video sieht man das wirklich nicht so richtig. Das Licht ist wirklich besser. Und wenn ich auch gerne die ganze Nacht den Anblick der Scheinwerfer genossen hätte, wusste ich, ich muss auch eine Frage klären. Darf ich diese LEDs in diesen Scheinwerfern fahren? Also habe ich nochmal schnell in die Papiere geguckt, mir die Nummer gemerkt und verglichen. Und ganz schnell war klar, nein, mit den jetzt verbauten Scheinwerfern geht das nicht. Aber wie wir alle wissen, wurden diverse Scheinwerfer von diversen Herstellern beim Golf 2 verbaut. Man wäre ja kein richtiger Golf 2-Fahrer, wenn man nicht eine riesengroße Sammlung davon hätte. Also habe ich meine kleine Altteile-Scheinwerfersammlung rausgesucht und erstmal nachgesehen. Und auch an dieser Stelle sei mal wieder gesagt, haben es besser als brauchen. Denn in diesem Fall brauchte ich. Dass die merkwürdigen Klarglas-Scheinwerfer nicht in Frage kommen, dürfte wohl jedem klar sein. Die Saturnus-Scheinwerfer hatten auch die falschen Freigaben und die aus der DDR auch. Am Ende hatte ich nur ein paar heller Scheinwerfer, die tatsächlich ein Prüfzeichen hatten, das ich in den Papieren gefunden habe. Dann habe ich aber nochmal genau hingesehen. Das passende Prüfzeichen ist für den Golf 1. Ich habe aber einen Golf 2. Doof. Die ganzen Scheinwerfer, die sich bei mir angesammelt hatten, waren ganz sicherlich irgendwann mal im Golf 2 und nicht im Golf 1. Also liegt der wesentliche Unterschied wohl auch in den Halteplatten. Naja, wie auch immer, da ich ja nur eine Golf 2 habe, wollte ich natürlich auch dafür passende Scheinwerfer haben. Die Kiste nochmal durchgewühlt, keine Chance. Bin dann auch nochmal zu meinem Golf 2 16V, ihr wisst schon, der mit dem Rost aus den anderen Videos. Auch da Fehlanzeige. Und zum Schluss bin ich dann doch fündig geworden. Aber mal ehrlich, sieht das für euch aus wie ein Golf 2? Falls euch das jetzt alles zu schnell ging, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache euch dann noch gerne ein längeres Video dazu. Links zu den Leuchtmitteln findet ihr unten in der Beschreibung. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es in die Kommentare.
Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal ein.